Grüß Gott. Ich möchte heute mit dir darüber nachdenken, was es bedeutet, dass Jesus wiederkommt. Am Sonntag haben wir das miteinander gepredigt, in allen Kirchen vermutlich. Manche Prediger werden es mit gemischten Gefühlen getan haben. Vielleicht haben sie auch einen anderen Text gewählt. Aber zur Vollständigkeit des Evangeliums gehört, dass wir wissen, dass Jesus wiederkommt, dass es eine Rechenschaft gibt vor ihm, vor seinem himmlischen Vater. Und man nennt das Gericht, Endgericht. Und selbst die Christen, die ja zu Jesus gehören und sozusagen in die Herrlichkeit Gottes kommen, weil sie ja Glaubende sind, weil sie adoptiert sind, weil sie Kinder Gottes sind, auch sie wird er fragen, sag mal, wie war das denn bei dir? Das ändert zwar nichts daran, dass sie in die Herrlichkeit kommen, aber es wird die Metapher eines langen Tisches verwendet, wo du vorne oder hinten sitzt und wahrscheinlich sagst, so, hey, mir ist völlig egal, wo ich sitze, Hauptsache ich bin im Himmel, so würde ich zumindest selber auch sagen. Und trotzdem ist uns ja wichtig, aus Liebe zu Jesus und aus Respekt zu Jesus, hier in der Intensität der Beziehung, die wir mit ihm haben, einen Anfang zu machen, der bis in die Ewigkeit reicht. Jesus sagt ja selber, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Aus Johannes 14, Vers 6. Er gibt uns eine Orientierung. Wir gehen seinen Weg. Du und ich gehen den Weg. Wir entscheiden uns dafür. Bitte, wenn du das noch nicht gemacht hast, überlege bitte oder komm zu mir oder geh zu einem Menschen deines Vertrauens und spreche noch einmal ganz bewusst dieses Bekenntnis. Ich gebe meine Sünde, meine Schuld gebe ich Jesus und ich gehe seinen Weg. Weil es ein Situationswechsel ist. Es ist ein Identitätswechsel genau genommen. Und ist ein deutliches Zeichen. Das soll eigentlich die Konfirmation hergeben, aber sie ist viel zu früh. In den Freikirchen gibt es dafür so eine Gläubigentaufe. Das ist ein interessanter Moment. Ich wünschte mir manchmal, wir würden diesen Moment für uns auch nochmal haben in der Landeskirche. Aber es ist, wie es ist. Wir wollen diesen Weg Jesu gehen. In Matthäus 24 und 25, in Markus 14 und auch bei Lukas in 21 und 22 hören wir, lesen wir etwas über diese Endzeit, über die Plötzlichkeit des Kommens, dass der Menschensohn wie ein Blitz am Himmel erscheint. Die Fantasien sind weit gestreut, wie die Ursache dafür sein könnte, aber das spielt jetzt überhaupt keine Rolle. Er kommt und er möchte mit dir leben, er möchte dich zu sich holen. Es ist sogar davon die Rede, dass Menschen versetzt werden in den Himmel, obwohl sie gerade noch leben und gar nicht erst sterben, bevor sie versetzt werden. Es gibt ein sehr schönes Wort aus dem Prediger. Gott hat alles gut gemacht und er hat die Ewigkeit in das Herz des Menschen gegeben. Die Sehnsucht nach Ewigkeit. Selbst Menschen, die nicht an Gott glauben, haben diese Sehnsucht nach Ewigkeit. Sie können sich gar nicht vorstellen, dass jemand stirbt. Und wenn jemand stirbt, es sei denn, er ist ganz hochbetagt, dann sagt, das gibt's doch gar nicht, das kann ich gar nicht realisieren, ich kann das nicht glauben. Wer kann schon glauben, dass er selber stirbt, obwohl es natürlich passieren wird? Nimm dich hinein in diesen Weg Jesu. Und heute hatte ich draußen mit Eishänden einen Martinsgottesdienst in Eickham. Es war total schön, was die Kinder da gespielt haben. Diese Vorbildlichkeit des Martin, der, glaube ich, vor 1608 oder 1610 Jahren gestorben ist. Überleg mal, dass wir immer noch seiner gedenken, sind nicht in dieser Zwischenzeit viele Tausende, Zehntausende, vielleicht sogar Millionen Christen in ähnlicher Vorbildlichkeit auf der Erde gewesen. Lass du und ich, lass uns Menschen sein, die dieses Teilen, diese andere Priorisierung des Lebens gegenüber Geld und Einfluss und Anerkennung, diese andere Priorisierung in der Liebe und in der Barmherzigkeit, dass wir diese Haltung haben und dass wir daraus leben. Dazu ruft uns Jesus auf. Unser Leib wird einmal verfallen. Er ist wie eine Hülle, wie ein Kleidungsstück. Aber deine Persönlichkeit, wir können auch sagen deine Seele, sie wird von Gott wachgerufen und du bekommst einen unvergänglichen Leib, in dem du mit deiner Persönlichkeit wieder anwesend bist und geheilt wirst, ermutigt wirst, ganz frei bist.
Fang diese Freiheit in Christus jetzt schon an. Ich wünsche dir einen gesegneten Tag.